So, so, du hast also Angst vor dem Megalodon? Diese Marianengraben-Kreaturen werden dich noch mehr erschrecken. Glaubst du nicht? Dann schau mal schön weiter. Also, was ist beängstigender als der prähistorische Megalodon, der früher im Marianengraben gelebt hat? Die scharfzahnigen, gruselig aussehenden Kreaturen, die immer noch dort leben, natürlich. Obwohl ein Großteil des Marianengrabens noch nicht erforscht ist, ist das, was Wissenschaftler bisher gefunden haben, absolut erschreckend. Bleib dran, um mehr über diese furchteinflößenden Kreaturen zu erfahren, die im tiefsten Wasser der Welt liegen. Aber sei gewarnt, vielleicht möchtest du nie wieder im Meer schwimmen. Oder zumindest nicht mehr so tief. Wir zählen runter von Nummer 10. Der Fangzahnfisch. Ist das echt sein Name? Der Marianengraben ist ein Unterwassergraben mit einer Tiefe von 10.668 Metern, fast 11 Kilometer unter der Meeresoberfläche. Stell dir das mal vor. Während Wissenschaftler wissen, dass es den Marianengraben gibt, ist er einer der am wenigsten erforschten Orte der Erde. Er ist auch das tiefste Gebiet der Ozeane der Erde. Und obwohl viele Kreaturen dort unten wahrscheinlich noch nicht einmal von Menschen gesehen wurden, hatten Wissenschaftler das gruselige Vergnügen, den Fangzahnfisch kennenzulernen. Der Fangzahnfisch macht seinem Namen alle Ehre. Guck dir den Typ an. Der Fangzahnfisch ist ein Fleischfresser und ernährt sich von fast allem, was er finden kann, das sich in seinem scharfzahnigen Mund verfängt. Diese Fische verlassen sich auf ihre Chemierezeptoren, um Beute zu finden. Mit anderen Worten, sie können chemische Rückstände aufspüren, die von anderen Lebewesen in der Tiefsee stammen. Denn sie haben im Gegensatz zu vielen anderen Tiefseefischen keine lichtproduzierenden Zellen am Körper. Außerdem ist es da unten ziemlich dunkel. Also was auch immer ihren Weg kreuzt, sie kauen weiter. Während diese Kerle ziemlich beängstigend aussehen, sind sie keine Bedrohung für den Menschen. Denn sie werden nur etwa 18 cm lang. Dennoch möchte ich bei einem entspannenden Bad im Meer nicht auf eines dieser Dinger stoßen. Nummer 9. Der Dumbo-Tintenfisch. Dieses Kerlchen mag süß aussehen, aber er schluckt seine Beute am Stück. Er hat keine Zähne, sondern sucht einfach nach Nahrung, die aus im Ozean lebenden wirbellosen Tierchen besteht, die direkt über dem Meeresboden schwimmen. Der Dumbo-Tintenfisch erhält seinen Namen durch seinen eher karikaturhaften Look. Auf dem 30 cm großen Körper sitzen oberhalb schlaffe, elefantigartige Ohren und kugelige Augen. Der Dumbo-Tintenfisch ist der am tiefsten lebende Oktopus, den Wissenschaftler kennen, laut Oceana.org. Sie werden als Regenschirm-Oktopusse bezeichnet, da ihre Arme durch eine Netzhaut verbunden sind. Wenn sie diese auseinanderspreizen, sehen sie aus wie ein Regenschirm. Ein schleimiger, hungriger Regenschirm. Nummer 8. Der Gespensterfisch. Dieser einzigartige Fisch lebt 762 Meter unter Wasser im Marianengraben. Es gibt ein paar coole, aber sehr verrückte Dinge, die diesen Fisch einzigartig machen. Wie sein transparenter Kopf zum Beispiel. Man kann durch den Kopf des Gespensterfisches gucken. Einige Wissenschaftler glauben, dass dieser transparente Kopf die Fische in den dunklen Tiefen des Meeres etwas mehr Licht sammeln lässt, was ihnen einen Vorteil gegenüber anderen Fischen verschafft, die blind jagen. In ihren Köpfen befinden sich zwei zylinderförmige Augen, die nach oben zeigen, sodass die Fische die Umrisse ihrer Beute sehen können. Wow! Obwohl die Wissenschaftler wissen, wie die Fische aussehen, wurde noch nicht ausreichend geforscht, um ihre Fortpflanzungsmuster und ihren Lebenszyklus zu bestimmen. Mysteriös. Nummer 7. Der Tiefseeteufel. Diese Kreatur sieht eher wie ein Fisch aus einem Horrorfilm als aus den Ozeanen der Erde aus. Der Tiefseeteufel lebt sage und schreibe 975 Meter tief und hat viele seltsame Merkmale. Rasiermesserscharfe Zähne, einen deformierten Körper und einen beunruhigenden Blick. Aber vielleicht ist das Unheimlichste am Tiefseeteufel die Art und Weise, wie er seine Beute fängt. Auf der Stirn befindet sich eine Art Angelrute, an deren Ende ein leuchtendes Licht angebracht ist, um Tiere anzulocken. Sobald diese Tiere dem Licht nahe genug kommen, zack! Sie werden vom massiven Kiefer des Seeteufels gefangen. Diese Kerle sind sogar in der Lage, Beute zu essen, die größer ist als sie selbst. Ihre Augen sind also nicht größer als ihr Magen. Nummer 6. Der Koboldhai.
Wenn du dachtest, dass der Film Jaws beängstigend war, wird dich diese nächste Tiefseekreatur dazu bringen, für immer auf Tauchgänge im Meer zu verzichten. Er lebt jedoch 914 Meter unter Wasser, so dass du ihn wahrscheinlich nicht persönlich kennenlernen wirst. Der Koboldhai sieht aus wie eine Kreuzung zwischen einem Hai und einer Kreatur aus deinem schlimmsten Albtraum. Die auffälligsten Merkmale dieser Haie sind die hervorstehende, schwertförmige Schnauze mit einem Kiefer, der zum Schnappen hervorspringt. Im Gegensatz zu anderen Haien, die eher einen grauen Farbton haben, sieht dieses gruselige Ding in Pink nicht so schick aus. Abgesehen von ihrem beängstigenden Verhalten, was wissen Wissenschaftler denn wirklich über den Koboldhai? Naja, nicht viel, außer dass sie bis zu 5 Meter lang werden können. Sieht so aus, als gäbe es noch viel über diese Jungs zu lernen. Wenn du dich traust. Nummer 5. Der Tiefsee-Beilfisch. Kennst du das Werkzeug, das wie eine kleine Axt aussieht? Na, der Tiefsee-Beilfisch sieht aus wie das Werkzeug, das seinen Namen inspiriert hat. Ob du es glaubst oder nicht, es gibt über 40 Arten von Beilfischen, die dünne, mit glänzenden Schuppen bedeckte Körper haben. Deshalb sehen sie oft metallisch aus. Diese Fische werden nur etwa 15 cm groß, aber sie sind in der Lage, dem Druck der Tiefsee standzuhalten und leben 1542 Meter unter der Oberfläche. Dank ihrer biolumineszierenden Körper leuchten sie, je nachdem, wie viel Licht von oben ins Wasser kommt. Dieser Schimmer hilft ihnen, sich zu tarnen und andere Raubtiere zu überlisten. Nummer 4. Der Zombiewurm. Es gibt Zombies im Meer. Nicht ganz. Der Zombiewurm ist kein untotes Wesen der Tiefsee, er ist sehr lebendig. Er ist auch als Knochenwurm bekannt und kann Knochen von massiven Säugetieren wie Walen schlucken. Das macht er, indem er Säure absondert, um an die Inhaltsstoffe im Innern der Knochen des toten Wals ranzukommen. Das klingt aber lecker. Der Zombiewurm kann atmen, indem er mit seinen Ästen oder Gliedmaßen herumwackelt, um Sauerstoff aus dem Wasser zu ziehen. Nummer 3. Der Tiefsee-Drachenfisch. Wenn es einen Preis für den hässlichsten Fisch im Meer gäbe, würde der Tiefsee-Drachenfisch locker gewinnen. Mit schleimiger, schuppenloser Haut, massiven Zähnen und einem Gesicht, das nur seine Mutter lieben könnte, ist dieser böse Junge des Meeres keiner, mit dem man sich anlegen sollte. Er schwimmt gerne zwischen 213 und 1829 Meter unter der Meeresoberfläche, wo das Wasser am dunkelsten und kältesten ist. Zusammen mit einigen anderen Kreaturen auf dieser Liste verlässt sich der Tiefseedrachenfisch auf seine biolumineszierenden Körperteile, um Beute zu fangen. Er benutzt auch sein hängendes Anhängsel, das mit einem kleinen roten Licht am Ende aus dem Unterkiefer hervorgeht. Viele Fische verwechseln dieses kleine Licht mit Beute, was sie direkt in die Kiefer des Tiefsee-Drachenfischs lockt. Sehr clever, Drachenfisch. Wirklich sehr, sehr clever. Nummer 2. Der Kragenhai. Dir geht's nämlich ganz schön an den Kragen, wenn du den jemals triffst. Die Forschung am Kragenhai ist wie ein tiefer Einblick in die prähistorische Zeit. Denn Wissenschaftler glauben, dass sich diese aalähnlichen Haie seit der Wanderung ihrer ältesten Vorfahren durch die Tiefseewasser nicht wesentlich verändert haben, sodass sie manchmal als lebende Fossilien bezeichnet werden. Die Münder dieser Haie sind gefüllt mit erschreckenden 25 Reihen nach hinten gerichteter scharfer Zähne. Insgesamt 300. Sie dienen dazu, um Beute zu greifen und sie festzuhalten, damit sie nicht mehr entkommen können. So steht es in den ersten Studien über den Hai, die 1884 durchgeführt und im Bulletin des Essex Institute veröffentlicht wurden. Schwimmer können von Glück reden, dass die Kragenhaie zwischen 119 und 1280 Metern unter der Meeresoberfläche leben, so dass sie wahrscheinlich nie auf sie treffen werden. Wahrscheinlich. Nummer 1. Leopleurodon. Während alle bisher auf dieser Liste genannten Kreaturen auch heute noch leben, sind einige der schrecklichsten wie Megalodon ausgestorben. Aber diese Liste der schrecklichen Kreaturen des Marianengrabens wäre unvollständig, ohne das schreckliche und prähistorische Leopleurodon zu erwähnen. Dieses fleischfressende Meeresreptil existierte während der kalovianischen Phase des mittleren Jura und hatte eine Länge von 2,7 Meter.
Wissenschaftler glauben, dass der Leopleurodon in diesem Tiefseegraben überlebte, weil er lange Strecken schwimmen kann und 4 paddelartige Gliedmaßen hat. Während sie sich wahrscheinlich nicht wie andere Tiere der Gegend in Richtung Beute treiben konnten, gelang es ihnen skrupellos und effizient zu beschleunigen und anzugreifen. Darüber hinaus verließen sie sich auf ihre langen Schnauzen, um Beute zu riechen, was die Wissenschaftler glauben lässt, dass sie sich bei der Jagd nicht auf das Sehen verlassen haben. Das bedeutet, dass sie sich im dunklen Marianengraben hätten fortpflanzen können. Vor rund 150 Millionen Jahren starb der Leopleurodon im Wettbewerb um Beute mit anderen erfolgreichen Meeresreptilien. Und ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich mich ein bisschen darüber freue. Wenn man bedenkt, dass Wissenschaftler nur 5% des Meeresbodens erforscht und einige der gruseligsten Meerestiere gefunden haben, kann man nur erahnen, welche anderen Tiere in den Tiefseewässern leben. Vielleicht ist es am besten, gar nicht weiter nachzuforschen und sie einfach in der Fantasie zu behalten, oder? Was ist mit dir? Von welchen anderen gruseligen Tiefseebewohnern hast du noch gelesen? Erzähl uns von den schrecklichsten unten in den Comments. Vergiss nicht, dem Video ein Flösschen hochzugeben und es mit deinen Freunden zu teilen, um sie ein bisschen zu gruseln. Klick auf Abonnieren und bleib bei uns auf der Sonnenseite des Lebens, wenn du dich traust. Wir sehen uns.